Willkommen auf meinem YouTube-Channel, ich bin Jerome und ich wollte heute mit euch mal, ich wollte es hochheben, das ist viel zu viel, ich wollte euch mal so meine liebsten Go-To-natürlichen Paletten zeigen. Paletten, wo man sagen kann, die sind nicht schlecht in der Sammlung zu haben. Also für natürliche Looks, auch für Abend-Make-up keine Frage, ein bisschen mehr auftragen oder die allerdunkelsten Farben nehmen, aber wir gehen einfach mal durch die Paletten, es sind eine Menge. Ich habe ernsthaft versucht, so die 10 liebsten Paletten rauszufinden. Ich habe es recht bei wenigen belassen, aber es sind bestimmt mehr als 10. Ich habe es nicht gezählt, aber müsste ich mal gucken. 1, 2, 3, 4, 15 Paletten haben wir hier. Ich mag Paletten, die schöne Transition Colors, also so Übergangsfarben haben, mit denen man einfach viel Schönes an Make-up machen kann. Ich denke, manche müsste man auch ergänzen mit anderen. Aber was ich ziemlich schön finde, ist von Lorac die Mega Pro. Also ihr habt einmal oben die Farben in Matt. Ich sehe gerade, ihr habt hier Grey und unten dann Deep Teal, also eher ein Türkis. Aber das sind so ziemlich ähnliche oder teilweise die gleichen Farben, einfach in Matt und in Glänzend. Deshalb finde ich die schön, weil ihr könnt definitiv mit dem Brown, Khaki, Sepia und so Wisteria könntet ihr recht was Natürliches erzielen, wenn ihr die richtig mischt, und dann habt ihr unten die Möglichkeit, dem Ganzen ein bisschen Pep zu verleihen. Was ich im natürlichen Bereich auch besonders gerne mag, sind Zweckentfremdungen von Face-Paletten. Ich benutze auch von KKW und so eine, wo ich den Bronzer einfach manchmal benutze, um hier so ein bisschen einzulegen. Habe ich definitiv in Videos auch schon gemacht. Von Kat Von D gibt es Shade and Light, die gibt es auch für die Augen, aber ich benutze am liebsten die fürs Gesicht, um die Augen ein bisschen zu betonen und einzulegen. Und so, das ist der einzige bisschen aschigere Ton, dann der und der, würde ich sagen. Hier oben, also man hat recht warme Töne, aber manchmal hilft es, dass es noch natürlicher aussieht. Ich würde sagen, das war es mit zweckentfremdeten oder Riesenpaletten. Die hatte ich letztens in einem Video, Matte Beauty von KKW. Die hat auch sehr natürliche Farben, die zwar leider teilweise sehr warm sind, mit der könnte man auch was anfangen. Dann hatte ich von MAC diese Art Library in Bunt auch schon. Oh, wir haben doch weniger Paletten, denn ich wollte euch die in dem Rot mal zeigen. Wir hatten die in Bunt auch schon auf dem Channel. Das wäre jetzt die natürliche. Daneben ist die extravagante. Die natürliche ist halt ein bisschen grauer und kälter gehalten. Die Flamboyant ist ein bisschen röter. Gibt es das Wort röter eigentlich oder heißt es roter? Das dürft ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich finde bei natürlichen Paletten darf von The Balm diese Meat Matte Nude nicht fehlen, denn die hat nur matte und sehr natürliche Farben und mit der kann man auch echt was anfangen, finde ich. Also die habe ich als Mann auch schon benutzt, einfach wie gesagt, um hier so ein bisschen dunkler zu machen oder so, dass die Augen nicht so schlupflitrig aussehen oder so in die Richtung. Also ich finde Meet Matte Nude, nur wie gesagt, wenn man ein cooles Make-up will, das so ein bisschen raushaut, müsste man wieder mit anderen Farben zu- und gegenarbeiten. Noch eine Palette, die ich als Mann oft benutzt habe, und zwar so oft, dass sie mir auch zerbrochen ist. Seht ihr das da oben? Die habe ich mit dem Finger wieder reingemacht. Die hatte ich auf Reisen auch schon mit. Das ist die Bronze Palette von Kylie Cosmetics. Da sind halt schöne, sehr natürliche Töne dabei. Wie gesagt, wenn man als Mann einfach unterwegs ist und gut bei einem Shooting aussehen möchte oder gut bei einem Job aussehen möchte oder gut in einem Video aussehen möchte, dann kann man sich einfach diese natürlichen Farben dorthin knallen. Ich habe hier noch eine Naked Basics Palette von Urban Decay. Das ist die hier. Die ultimativen Basics sind da drin. Die habe ich zum Beispiel nicht so oft benutzt. Die unten sind mir zu warm, die oben sind mir zu kalt, aber dennoch, Hauttöne sind unterschiedlich. Vielleicht findet ihr was Passendes in der Palette. Also es ist auf jeden Fall eine schöne, neutrale, normale Palette, mit der man was anstellen kann. Von der Urban Decay Palette gibt es auch noch eine kleine, und zwar ist es einfach die Basics. Die ist so ein bisschen gummimäßig vom Gefühl und die habe ich auch schon zerstört. Die hat eher neutralere Farben, die auch ein bisschen besser passend sind, und dadurch, dass sie so klein ist, das ist alles aus Gummi hier, also darunter wird Metall oder so sein, aber das ist, was man fühlt, und das hier ist alles Gummi. Deshalb war die auch schön zum Reisen und so.
Ansonsten hätte ich noch von den Paletten hier von MAC, und zwar ist das die Ember Times 9. Das sind 9 Mini-Eyeshadows. Und da finde ich den kreidefarbenen Ton hier recht schön. Die sind auch super schön pigmentiert. Also jetzt kommen wir so langsam zu den richtig guten Paletten. Die metallischen Farben sind auch schön. Man hat hier auf jeden Fall matt, metallic, kein Spiegel. Man kann sich sowas auch immer selbst zusammenstellen. Falls die ausverkauft sein sollte, gibt es die Lidschatten meistens einzeln. Und man könnte sich die dann auch in größer zusammenstellen, wenn man das will. Aber die ist auch ziemlich cool, um einfach einen kompletten Look zu kreieren. Was auch gut für einen Look ist, sind von Charlotte Tilbury immer diese Luxury-Paletten. Das hier ist die Golden Goddess. Das hier ist die Goldene Göttin, Golden Goddess. Und da könnt ihr mit der einen Palette mit den 4 Farben einen Look kreieren. Ist halt schön, wenn man es recht kompakt will, weil es auf einmal haben will, Spiegel ist wieder drin. Und die Farben sind alle leicht metallisch. Also hier ist ein richtiges Metallic drin, aber die sind so ein bisschen Saturn-mäßig, so ganz leicht schimmernd metallisch. Hier liegen nur noch 4, wovon 3 krasse Favoriten von mir sind. Die mag ich aber auch sehr gern. Das ist von Tom Ford. Hier, und zwar heißt es Cocoa Mirage, die Nummer 3. Tom Ford 4 Eyeshadows, die sind matt, bis auf den hier, der ist so dezent schimmernd. Und damit kann man auch richtig schön natürliches, schnelles, normales Make-up kreieren. Kommen wir zu den 3 absoluten Favoriten, wovon die von Urban Decay hier die Nummer 3 tatsächlich ist. Ich habe die ewig nicht in der Hand gehabt, wenn man die dann zum ersten Mal wieder aufmacht. Das ist einfach eine so coole, stabile, massive Palette. Das sind die Farben. Da habt ihr auch ein bisschen mehr Auswahl, aber ihr habt auf jeden Fall super natürliche Farben. Ihr habt auch diese Korall- und Peach-Töne drin, die so ein bisschen wärmer machen. Wenn man zum Beispiel das Weekender hier benutzt, könnte man mit anderen Tönen kälter und wärmer machen. Also in der Palette habt ihr auch viele Möglichkeiten, besonders ein bisschen bunter, würde ich sagen. Wir sind bei meinen 2 absoluten Favoriten angelangt. Es ist echt schwer zu entscheiden, was hier von den beiden hier, Natasha Denona Bieber und Marc Jacobs 720 Glambition. Es ist super schwer zu entscheiden, was hier mein Favorit ist. Die Natasha Denona ist wesentlich größer, hat auch einen Riesenspiegel und mehr Farbauswahl natürlich. 15 Farben. Die von Marc Jacobs hat 7 Farben. Ihr habt definitiv mehr Auswahl in der Natasha Denona Palette. Die Farben sind in beiden unglaublich schön pigmentiert, also wirklich wahnsinnig gut pigmentiert. Ich glaube, die war so um die 130 Euro und die um die 50 Euro. Also fast, was die einzelnen Farben angeht, recht identisch. Ich habe noch nicht nach den Grammzahlen oder so geschaut, aber hier steht auch gar nichts. Doch, hier unten steht was drauf. 15 mal 2,5 Gramm, 7 mal 0,85, dann ist das wahrscheinlich günstiger am Ende, aber ich weiß nicht, was wieder gesünder ist, was die besseren Inhaltsstoffe hat oder so. Aber die sind beide super, super schön. Ich hatte beide schon in Videos. Die hat ein ganz verrücktes, matt, cremiges Gefühl an den Fingern. Auch wenn man die swatcht oder wenn man die aufträgt. Die ist unglaublich schön zu verblenden und so. Die von Natasha Denona, die achtet ja auf gesunde Inhaltsstoffe. Ist auch wunderschön. Also ich will beide nicht missen. Ich würde es am liebsten swatchen, aber ich habe das Gefühl, dass das irgendwie nichts bringt. Es gibt 100.000 Swatch-Videos über die Paletten mit Sicherheit online. Auf jeden Fall habe ich selten so gute, nutzbare, in verschiedenen Situationen anwendbare Paletten gehabt und gesehen wie die beiden. Also da kriegt man wirklich was fürs Geld. Alle anderen sind auch top. Wie gesagt, das waren meine Top-Paletten. Das ist dann schwer für mich bei Top nochmal vom Top das Bessere zu finden, sondern das sind Paletten, die ich empfehlen könnte, würde und jetzt auch tue. Ich habe in letzter Zeit einfach ein bisschen viele Videos hochgeladen mit irgendwelchen Codes oder Rabatten über mich und ich will nicht, dass es den Eindruck erweckt, ihr wisst ja, wie ich zur Werbung stehe und Werbung machen, ich will nicht, dass es den Eindruck erweckt, ich würde euch was andrehen wollen, das will ich nicht, deshalb nochmal so ein Video zwischenrein.
Ich denke, man könnte sehr gut auch so ein Video wie das jetzt machen, aber mit bunteren, auffallenderen Paletten, entweder mit bunten Farben oder Abend-Make-up oder so. Wenn ihr sowas sehen wollt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ansonsten waren das meine klassischeren Make-up-Paletten, Empfehlungen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Video.